Schön, wie mit ganzer Macht die Bahn bei Riga abgeriegelt wurde, aber wer kümmert sich um den Hafen? Welchen Hafen? Da ist ein Hafen? Das macht doch die Marine wahrscheinlich. Nee, ich habe gehört, die sind da oben irgendwo beschäftigt. Ja, mit diesem etwas ironischen Kommentar wollte ich mir einfach nur sagen, es. Manchmal fragt man sich, wie man das hinkriegt. Die ganze Zeit darum zu denken. Ich glaube, ist der Sound noch zu laut? Muss ich vielleicht doch kurz in meinen Cut machen? Das kann sein. Kann mir zumindest gerade laut vor, aber dass man die ganze Zeit daran denkt, wie man die Eisenbahn los wird und dann den Hafen übersieht. Und auch noch Schiffe rumstehen hätte, die den Hafen hätten beschießen können oder sonst was tun. Ach, ist herrlich, manchmal. Weil hat so endlos gedauert und naja, dann gab es noch hier den Kram mit Dings. Ach ja, Städte besetzen. Den einen Fadi, der nach Uman rein konnte, natürlich nicht reingeschickt. Den Ort jetzt Großteil umstellt, aber nicht rein. Der italienische Panzer konnte den anderen Ort nicht rein, weil der falsch angefahren ist. Das ist manchmal herrlich, was man alles anstellt. Der Zerstörer ist gesunken. Sonst soweit. Sonst ist aber so die Welt soweit in Ordnung und ich schaue nochmal kurz nach dem Ton. Ach, zwei italienische Garnisonen, immerhin. Weiter geht's, der Ton war wirklich noch einen Ticken zu laut eingestellt. Ich habe jetzt auch noch nicht weiter geguckt, da gehen wir einfach mal von Nord nach Süd ab. Ich nehme mal an, hier in Murmansk steht einer. Völlig unerwarteterweise ist es tatsächlich so. So, du solltest hier rein. Mal gucken, ob du Stress machen kannst. Das Chor sollte... Ach, ist schon. Dass da mal irgendwo rumstand. Könnte eine Garnison vielleicht dann noch darauf jagen. Ehe er hier irgendwie lang gelaufen kommt. Alles nicht spannend, aber... Naja, muss ja. So, dann könnten die Finnen auch schon bis dahin vordringen. Aber um hier wirklich was zu reißen, brauchen die wahrscheinlich noch eine Arti. Versorgung da hinten wahrscheinlich schlecht. Ja, 2, 4, das kann irgendwie nicht sein. Na gut, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Unsere Armee kann schlagen, aber gut, die kriegt dann hier noch nächstes Mal den vorbereiteten Angriff und okay, der hat eine Verschanzung von 4. Wie gesagt, die Arti wäre hilfreich. Das Schiff, es hat sich wahrscheinlich in den Hafen verdrückt. Nein, dann das U-Boot ist hier noch irgendwo. Wahrscheinlich eine der Armeen, die gerade aus Riga rausgefahren ist. Da ist das U-Boot. In der Nähe. Ja. Ich bin immerhin noch ein Chor erwischen. Und eine Flak. Ich bin ja so glücklich. Hey, ihr da. Wenn ihr den Hafen in Stücke schießen, dann können wir einfach nur schwache Kräfte zur Bewachung hier da lassen. Und der Panzer vor allem könnte dann schon wieder weg. Noch einmal drauf schießen, würde dabei einen Schaden erleiden. Andere macht keinen Schaden. Ja, das sollte ja wohl reichen, um die Flak festzusetzen. Gut. Wie gesagt, eigentlich will ich gar nicht so weit nach Norden und der ist ja auch überhaupt nicht lang gekommen, also alles ganz entspannt. Sehen wir es einfach mal positiv. Das klärt sich hier bald. Genauso wie das auch. Die Ecke
Von uns. Du hast da nicht die Versorgung zum Springen. Du müsstest eigentlich dann auch ja zurückkommen. Durch die Frage, was da oben los ist. Über eine Bahn käme man hier auch nicht weit, weil Daugwa-Pilz nicht erobert ist. Bisschen problematisch. Ich hatte auch Angst, dass der eingekesselt wird, ist aber nicht passiert. Wir können uns das hier mal eben angucken. Ja, jetzt noch weiter käme, dann wäre es aber schon unschön, wenn er Warschau erreichen würde. Der Ort ist jetzt einfach nur ein bisschen lästig. Wenn der hier noch die ganze Zeit mit rumlaufen würde. Denn wir können den ja noch runterhauen, einkesseln. So, hier alles, wenn man sich das holt. Da anlaufen, dass du nur noch drei hättest, dann würdest du nicht reinkommen. Wenn man mit der Waschung erreicht, das wäre sehr ärgerlich. Keine Frage. Zum Beispiel auch die Frage, ist da jetzt noch einer drin? Kann ich den Ort holen und gucken? Du holst den Ort. Du guckst mal nach. Ah, dann kommt man auch wieder nicht so weit. Und du guckst mal einmal darauf. Da ist das Chor noch drin. Du fährst dann da oder gehst da schon mal weiter lang, dass man den Ort dann hat. Wir denke ich einmal außenrum. Dahin. Dann fällt der von der Versorgung weit, weit runter. Könnte zugegebenermaßen dahin laufen, aber solange er dann nicht Warschau erreicht, da ist Eva-Kontrollzone und da muss er jetzt den Bogen rumschlagen. Drei, aber er hat dann nur vier Bewegungspunkte mit weniger Versorgung. Schön, dass wir das schon mal geklärt hätten. Und auch noch ein bisschen in der Nähe bleiben und Stress machen. Ja, aber gut, sollen sie doch. Also, mit Münzkills eigentlich gerne einnehmen. Auch wenn es wahrscheinlich ein paar Verluste nach sich zieht, aber ist ein bedeutendes Ziel auf dem Weg. Mal gucken, dass die wichtigen Einheiten, okay, die sind alle. Bin ich auch ein bisschen weit hinten inzwischen. Oder du könntest mal gucken, was da so los ist. Leer, das ist gut zu wissen. Hätte ich mir jetzt noch die ganze Zeit Sorgen gemacht. Es wird lustig noch bei der Endplatzierung. Aber ich würde sagen, du gehst da rein. Und das ist eisenbahntauglich. Das ist wichtig. Dann können wir die hier vielleicht doch noch rausbringen. Woanders hin. Und niemand, der hier mehr in der Flanke liegt. Da bin ich auch ganz froh drüber. So, jetzt einfach mit Brachialgewalt da rein. Hier im Kern hier schon sagen. Wichtiges Zwischenziel, das Ganze. Also denn, auf geht's. Jetzt zu eins, aber da ist noch Luft nach unten, um den weiter zu schwächen. Zu 2. Drei Null, auf sowas wartet man doch.
Vor allem, wenn es dann nicht reicht. Aber das könnte was für ein Panzerzug sein. Ja, gut, wobei technisch gesehen kommt der hier an eh nicht viel anderes ran. Und der Zug kann ja ein bisschen fahren. Der wird irgendwo sein Ziel finden, wenn wir die Felder kriegen. Könntest ja hier noch das da holen. Ich hätte ein bisschen gehofft, dass der sich hinter die Stadt zurückzieht und man ihn dann irgendwie kesselt oder so, aber ist dann halt so. Und man muss beim Aufklären dann wieder etwas vorsichtig sein. Jetzt gerade nicht wissen, was dahinter los ist. Kann ja sein, dass er sich da zum Beispiel in den Sumpf gestellt hat. Wir scouten erstmal vorsichtig mit dem Reiter hier noch ein bisschen rein. Oder gut unvorsichtig hingehen. Sehe man das Feld nicht und das will ich jetzt erstmal sehen. Okay, ist hier erstmal frei. Ich glaube, man kann da rein. Aber in Babruisk wird sicherlich einer stehen. Ja, die Aufklärungssituation ist hier teilweise nicht ganz optimal, aber wird schon, vielleicht ist, steht da auch schon da. Vorsichtig um die Ecke. Hier hin ist soweit in Ordnung. Panzer hier noch. Gut, da wird er auch seine Ziele finden in Orschau sicherlich. Zug ist dann allerdings nur langsam limitiert, wenn der noch was tun soll. Oder der macht so ein bisschen Flankenverteidigung da drüben. Oder fährt einfach nur nach vorne. Mag natürlich diese Panzerangriffe hier nicht liegen lassen. Oh ja, das Akku sollte eigentlich nach Minsk rennen. Kann man von hier ja auch eine 10 ausgeben. Der hat dann optisch nicht mehr so viel erreicht, ja. Hier ist du. Okay, der. Gut. Obwohl wir nüchtern betrachtet, 2 Schaden da. Eh nicht so das Wahre. Du könntest da noch aufklären. Wir sagen wir mal erwartungsgemäß ein Chor. Der Zug könnte auch einfach da anfahren und das Akku ein bisschen absichern. Das war schon irgendwie eins dieser Felder, die man nicht will. Ich meine, unter Minsk ist eins. Aber das gehört uns noch nicht. Industrie und alles noch nicht so tragisch. Da entwerfen. Es könnte sein, dass da eine Kontrollzone ist und der am Ende nichts mehr machen kann. Immer alles kompliziert und schwierig. Hier ist nebenbei auch Sumpf, da will man gar nicht angreifen. Kontrollzone gefunden. Ich meine, wir können immer noch auf das Chor draufhauen. Tut ihm nicht weh, wirtschaftlich. Bringt aber immer ein bisschen Erfahrung rein. Ja, dann könntest du für die Optik dahin fahren, unser Zug. Aber vielleicht verlegen wir auch noch irgendwen dahin. Ich würde sagen, du gibst hier auch. Das mit nach vorne. Der Reiter könnte natürlich optisch versuchen, Stress zu machen. Mal sehen, dann haben wir euch natürlich. Der Reiter. Die Armee könnte ja auch nach vorne. Sicherlich nicht verkehrt, wenn du da wieder rankämst.
Alter hätte natürlich ein bisschen Speed. Dort zu belagern wird ein Weilchen dauern. Oder wir nehmen die, wenn die mit dem fertig sind und ihr führt hier einen Kleinkrieg gegen die. Brauchen hier vorne schließlich auch noch ein bisschen mehr Einheiten. Und sich am Ende nur das Feld. Oder kannst du uns die Armee hier irgendwie reintauschen? Jetzt in der Versorgung von 5. Kämen sie nicht da, sondern direkt da vorne und könnte demnächst agieren. Der Reiter käme halt demnächst hinterher. Müsste doch hier klappen. Ich meine, die nächsten Stationen sind ausgebaut. Ja, dann könntest du direkt dahin. Aber wir könnten halt auch den hier eigentlich wegbringen. Den will ich da eigentlich gar nicht groß halten. Ich finde das überlassen in der Hoffnung, dass sie es schaffen. Weil da ist jetzt auch die Endfrage. Panzer, wo dahin? Den noch da rein, den. Das hier ist alles noch so ein bisschen Positionierungskleinkram. Erstmal hier weiter gucken. Also hier drüben. Okay, der ist auch unterversorgt, also ihr dürft ihn schlagen. Aber wir könnten den auch erstmal genauso gut versuchen, mit unserer Infanterie festzusetzen und den Panzer wegbringen. Dann also die Frage, wohin wir ihn wegbringen könnten. Da er nun, also hier die Orte alle schon qualitativ hochwertig eingenommen wurden, die man so braucht auf dem Weg, ist ja absolut kein Problem mit der Eisenbahnverbindung. Okay, die hier lang ist Schrott. Wir hätten aber immer noch... Das ist nur eine Straße. Ja, das mit der Bahn hier drüben wird einen Moment dauern. Dessa erobert man auch nicht mal ebenso. Aber wir sehen, die Sowjets haben sich auf breiter Front zurückgezogen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie an die rankommt, sind sie zumindest nicht verschanzt. Oder nicht so gut. Und da wäre vielleicht ein Blick vom strategischen Bomber mal ganz nett. Einfach hier so ein bisschen in die Tiefe rein. Oder zwei Blicke. Aber bei zwei Blicken kann er nicht mal dahinterher fliegen. Oh, sonst fliegt auch mal zweimal. Ich möchte so ein bisschen Geländeinformation haben und wissen, wo unser Fadi so ein bisschen springen kann. Also da ist erstmal gut Platz. Komm ran. Da oben ist frei. Vielleicht was für den italienischen Panzer, sich den Ort zu schnappen. Wie sehr kommt ihr so daran? Ja, ohne Odessa haben wir halt ein bisschen Probleme mit der Bahn. Jetzt. Na gut, den Ort haben wir auch nur auf einer 3 gekriegt. Das hat eh gedauert. Kommst weil wegen Kontrollzonen, außer wir tauschen dich vielleicht rein. Das womöglich nicht verkehrt, dass wir hier vielleicht dann schon eine Armee hätten, die womöglich sogar ein bisschen was kann. Also du gehst dahin. Dann und ihr tauscht euch durch. Haben wir dann nebenbei starke Kontrollzonen rum, dass die Armee nichts anstellt. Normalerweise wird man natürlich eigentlich versuchen, Odessa schnell einzunehmen. Ich habe keine Lust, die verschanzte Positionen anzugreifen. Natürlich hier hinten rum dicht machen oder gleich hier hinten rum. Kannst da nicht mehr viel machen. Du könntest noch die Ecke hier rumlaufen. Und demnächst muss dann eh noch einer hin und den Hafen blockieren. Ja, wie sieht das da aus? Die Jagdflugzeuge, die ziehen ein bisschen hinten hinterher. Wenn du dahin fährst, hier ist soweit offen, dann müsstest du immer noch im Zweifel in den Ort können. Okay, da ist auch soweit frei.
Und die Orte, da kann irgendwer nachher einfach durchlaufen und dahinter ist auch keiner. Und dann können wir erstmal einfach stumpf weiter nach Osten fahren. Eigentlich nicht viel gegen und nur noch mal, um mal sicher zu reden, nicht dass ich irgendeine Bahn ihn übersehe. Nein, das ist alles blockiert. Kämen wir es darauf, aber die Orte da brauchen noch. Du kannst natürlich irgendwie wohin und die kümmern wir uns gleich noch. Bin jetzt gerade hier unten gedanklich. Ja, das heißt, wir chargen da rein. Denn die konnten jetzt steht der natürlich im Weg mit seiner Kontrollzone. Aber er hat keine Flak neben sich, das ist ein Anfang. Nächste bereite Fadi bist du. Über da, wir wissen, der Panzer könnte natürlich seitlich den Ort sich krallen, aber wenn da niemand ist, ist das auch nicht so wichtig. Ich eigentlich lieber Volldampf und Vollgas nach vorne geben. Versorgung, wir haben hier immer noch eine 8, also hier eine 10 und können dann in der Tiefe, müssen dann natürlich in der Tiefe mit doppelter Gruß arbeiten, aber du kämst zum Beispiel bis in den Ort rein. Egal, habt ihr die Unterstellung vernünftig, den da hinten brauchen wir nicht, nehmen wir mal den Fadi mit. Ich glaube alle Panzer und Flieger sind drin. Ein drittes deutsches Akku auf Dauer, aber gut, du rennst mal da rein. Kriegen den Ort auf einer 3. Auf, ja, der ist halt auf einer 2. Und dann braucht halt die Bahn. Oder man nimmt Odessa ein, aber das schien mir jetzt auch kompliziert. Gut, aber wir kriegen von hier dann auch schon mal eine 8. Versorgung. Wir könnten natürlich die Infanterietruppen hier noch so ein bisschen laufen lassen. Hier nach hier unten die Flanke so ein wenig abschirmen. Die Armee, die kann da eh nicht viel machen und rauslaufen. Also ihr lauft hier einfach schon mal ein bisschen in die Tiefe und schaut euch die Welt an, wo die Gegner so stehen. Frage ist der verschanzt? Also gut, höchstwahrscheinlich ist er verschanzt. Du kämst nebenbei noch da rein. Ich glaube aber, ich gehe stark davon aus, dass da einer drin ist. Natürlich sein, dass wenn man hier hingeht, dass man in einen Feindkontakt reinkommt. Die Fallis müssten eigentlich, um so richtig schön zu wirken, per Gewaltmarsch nach vorne und dann nochmal springen. Oder sprungbereit gemacht werden. Ja gut, du kannst gar nichts machen, außer auf einen potenziellen Gegner da oben schlagen. Außer wir eliminieren die Kontrollzone hier drüben. Dann könntest du was machen. Nur wenn du hier rüber anfährst. Mal gucken, ich meine, der Ort, wenn man hier wäre und über. Also, da steht eigentlich mit Sicherheit ein Chor drin. Das ist aber das Feld, dass der. Obwohl, nee, der könnte auch von hier. Auch hier. Können wir irgendwie gucken, was da steht und uns dann auch hier um die Schlacht kümmern? Wenn dieser Panzer vorfährt, da keiner ist, dann siehst du das. Du lässt hier vier Felder und kannst dann die Straße runter in die Kontrollzone.
Und falls da wirklich keiner sein sollte, würde der noch rein. Es kann natürlich auch sein, dass man in einen Feindkontakt fährt. Hier einer steht. Geht keiner und hinten ist ein Chor drin. So, dann lass mal sehen. Er stand ja auch von Anfang an, ist tief verschanzt. Kontrollzone von dem weg ist, könnte der immer noch hier hinfahren und mitschießen. Ja, alle gar nicht ran, da hat man so viele. Teilweise halt zugegebenermaßen ein bisschen weit hinten. Ja, aber dann könnt ihr jedes Mal umso mehr ranfliegen. Sieht so aus, als ob das ein Job für die Italiener ist. Kommt doch am Ende jemand in die Stadt, oder? Das möchte ich nicht nochmal haben, aber ja, es käme, die kämen rein. Bergwerke. Wenn man die Armee wegräumen würde, und das ginge leichter, wenn man die Armee da weggeräumt hätte. Denke für Entschanzen und Demoralisieren. I1, mehr nicht. Ja, das 2-1. Aber Glück. Jetzt könnten wir den Panzer ranziehen, der sonst nur ein bisschen am Rande stehen würde. Okay. Räumt auch gleich leer. So, dann steht die Armee mit ihrer Kontrollzone natürlich im Weg. Kommen wir nicht dran. Wir könnten auch sehen, ob wir das Chor zur Seite treiben. Natürlich auch hier oben schon. Na, da wird die Versorgung irgendwann natürlich eng. Hier eine 8. Heißt eine 4. Tja, ansonsten die Möglichkeiten eng. Natürlich hier und dann auf eine Gewaltfahrt gehen. Aber wenn der hier hin, wir kriegen ja kein Feld. Drumherum, weil er da alle überall irgendwie Orte und Einheiten hat. Wenn die Fallis häufig mal ein Feld weiterspringen könnten, sieht man schon ein bisschen, wie praktisch manchmal das Langstreckenflugzeug sein kann. Wir nutzen die beiden Panzer, um hier oben schon mal zu arbeiten. Den aus Tscherkassy vielleicht zu vertreiben. Du fährst hier hin. Die Armee da ausreichend zu schwächen, da geht es nicht viel Hoffnung. Oder du machst den hier hinten die Bahn kaputt. Die natürlich immer noch über den Hafen fliehen, aber dann muss er erstmal in einen anderen Hafen rein. Das zumindest im Moment Zeit kostet und Geld. Und diese Flak müssen wir eh loswerden. Da wären die Bomber sehr, sehr dankbar, wenn man die kaputt schießt. Ja, aber was machen mit Giro? Gott. Wir könnten auch na, den Fadi nicht reinschicken, weil der muss sich ja sprungbereit machen. Die Panzer halbwegs auch zusammenhalten, natürlich. Jetzt in der Weite wird schon hier und da die Versorgung etwas eng. Weil der kann ja noch nachrücken und ihr macht mit dem irgendwie ein Doppel-HQ. Okay, der dahin gefällt mir eigentlich auch.
Die Bergwerke wäre man ja immer noch für alles in Reichweite. Ich habe erstmal ein bisschen zurückgeworfen. Jetzt nur noch auf Verdacht. Genau, lohnt sich nur, wenn man keinen Schaden nimmt. Ist zum Glück gut gegangen. Bist du hier auch eine Stufe voll. So, dann haben wir noch den Ort einnehmen. Diesmal aber wirklich. Und vielleicht ein bisschen in Richtung Cherkassy schon mal kämpfen. Wohin springt der Fanny? Da, hier irgendwie groß. Also es gibt wohl nichts Spektakuläres. Einfach nur ein wenig Karte schon mal besser anmalen. Ohne noch Möglichkeit, zu heftig eingekesselt zu werden. Versteht sich. Irgendwer könnte den Ort nehmen. Wir springen dahin, dahin und da rückt wahrscheinlich ein Panzer per Gewaltfahrt hinterher. Und deckt den Fali da drüben. Sind wir schon da. Und dann würde man da oben noch nicht lang kämpfen, sondern sich hier rumwühlen. Du, nee, die Armee käme nicht weit. Genau, das Korps war ja auch schon dran. Und wenn du dann sonst den Ort nimmst. Mal ein bisschen die Meinung gibst. Natürlich auch den bekämpfen mit dem Fali. Dann müsste man nicht so zwanghaft eine Gewaltfahrt ansetzen. Jetzt aber die Frage, wie gut der in Cherkassy steht. Andererseits, da wäre man dann schon am Bergwerk dran. Könnte den von da noch bekämpfen und der fährt Gewalten, ja. Sonst machen wir es so. Gut, dann ab nach vorne. Ja gut, da hast du Wald, nur so für den Fall der Fälle stehst du da etwas besser gedeckt. Aber da hättest du einen vorbereiteten Angriff auf die Armee. Also gerade, ja gut, die Infanteristen, die hatten da auch alle. Und die Fallis müssen ja noch Abstand halten vom Gegner, damit sie sich sprungbereit machen können. Wenn ihr auf dem Weg noch hier und da ein bisschen Land mitnehmt, wäre das ja auch nicht verkehrt. Gut. Ach, der könnte jetzt auch dahin heizen. Da bedrohen wir die Bahn nicht und so. Frage dahin. Dahin. Sonst vielleicht lieber doch hier hin. Ist aber nur Zweifel hier einen vorbereiteten Angriff auf den. Gut, und du kommst auch noch hinterher. Und jetzt ist langsam der Punkt, wo die Hauptquartiere nicht mehr hinterherkommen. Hat der Partisanen nur so. Ja, da liegt ein bisschen. Okay, die Bahnlinie will ich ja doch irgendwie mal haben. Und aufpassen. Gut, dann liebe Bomber, seht auch mal zu, dass ihr hinterherkommt. Also für die, die nicht geflogen sind, ist das ja noch ein Tick einfacher. Ja gut, die sind alle hier nicht so viel geflogen.
Aber ab demnächst gibt es da hinten ja genügend Ziele. So, du rennst so weit rein, wie es geht. Ihr habt von hier hinten dann 10er Versorgung und er macht damit Doppelakkus und so ein Kram. Der Strat kommt jetzt halt nicht hinterher, aber der kann uns hier über den Fluss ja noch weiter eine gute Rundumblick geben. Und die nicht geflogenen Jäger können auch mal rankommen. Und uns hier noch mehr Aufklärung demnächst geben. Auch eine Chance für den strategischen Bomber dann hinterher zu kommen. So. Das war schon mal der Süden, weil da das meiste Zeug steht. Am wichtigsten. Ihr könntet jetzt auf den alle einschlagen. Wenn man keine Lust darauf hat, könnte man die hier hinbringen, um hier zu schlagen. Aber hier halt nicht an die Front. Dann stellst du ihn dahin und dann muss er noch eine Runde fahren. Das ist nicht so das Wahre. Ja, die Armee muss wohl hier erstmal an sich ergehen, dass unsere Bahn in 3 Zügen wird. Ja, das wird ja lustig. Da können unsere Armeen alleine den kaputt schlagen. Zumindest ausgiebig schwächen. Der ist ja schon unterversorgt. Okay, wir könnten den auch da eben reinheizen lassen. Dann hätte man die Orte da schneller. Als mobile Einheit ist der ja eigentlich auch ganz nett. Wir haben den Bomber ja noch. Würdest du auf den gehen, dann hätten wir da bald keine Probleme. Oder du kommst hier mit drauf, dann könnten wir uns da besser durchschießen. Vielleicht gehst du doch einmal auf den. Er hat dann noch 2 Lebenspunkte und dann stellen wir den nächstes Mal, auch wenn er hier vielleicht noch rumläuft. Kann auch Stress machen, aber nicht so viel. Gut, dann könnte der könnte natürlich darauf, wenn die Orte hier sicher sind. Weg. Also jetzt ist er ja eine Weile fest auf dieser Mission. Bin ich mir nicht sicher bin. So, noch ein deutsches Hauptquartier war da unten gewünscht, aber das hat natürlich die gleichen Bahnprobleme. Kämen wir jetzt bis maximal hier in die Nähe. Aber wahrscheinlich besser als nichts. Ich meine, groß brauchen tun wir den hier nicht. Wer hier so rumsteht, könnte er versuchen, demnächst irgendwo mit der Bahn hinzufahren. Und da ist halt wieder der Haken, das ist da hapert. Also schauen wir jetzt nochmal. Es gibt hier und da noch Detailfragen zu klären. Schauen wir jetzt nochmal präziser auf alles. Doch mal näher an deinen Haku ran. Und dann Finn braucht noch die Waffen. Wobei. Wenn er halt im Nahkampf da reingehen, das wird teuer auf Dauer. Aber bis eine Arti kommt, dauert das. Und die ist auch noch hier verschifft. Und wir haben italienische Garnisonen. Wir hier schon mal für den Einsatz bereit machen. Gut, wenn wir den immer weiter entschanzen und draufhauen, irgendwann kriegen wir den vielleicht. Vielleicht nächstes Mal, wenn alle hier dann ihren vorbereiteten Angriff haben. Dem Aspekt kriegt zumindest einer mal die Waffen. Bei dem anderen gehen wir erstmal die Runde durch und gucken. Jetzt will ich ja nach Möglichkeit aber auch fast alles fertig haben. Ich will nicht zu häufig mal überall lang gucken. Dann dieses spannende Gebilde.
hochziehen ist vielleicht nicht ganz ungefährlich. Und selbst wenn hier irgendwie mal Gegenkessel zu viel, kann ja eigentlich auch nicht mehr passieren. Jetzt nur darauf achten, irgendwie alles belagert wird. Aber der Panzer soll eigentlich weg. Da bleibt der Mechanisierte da. Oder sollte man doch hoffen, dass man hier vorwärts kommt. Aber eigentlich, wie gesagt, will ich eher den Finn das überlassen, weil die hier direkt starten. Na gut, was wir brauchen, ist der Fallschirmjäger. Eine miese Versorgung hat. Also Moment, belagerst du beide Orte so ein bisschen. Okay, die Armee könnte da rein. Und den zumindest mal schwächen. So, dann sind zwei Einheiten, die zwei Orte belagern. Das klingt gut. Kannst du hier nicht viel anstellen. Der auch nicht. Wir müssen nur verhindern, dass der zu Fuß da hinten rauskommt. Kriegen halt nach dem Job für das Chor. Ja, und dann? Italienische Falli da weg. Bei Versorgung haben wir hier nur über das Hauptquartier so richtig. Natürlich auch möglichst bald wieder sprungbereit haben. Sagen wir mal, er hat geholfen, dass wir Riga ohne größere Probleme einnehmen könnten, auch wenn man wirklich früher auf diesen Hafen hätte achten können. So, um zumindest optisch ein bisschen Stress zu machen, könnte ja der Panzergrenadier noch bleiben, aber unser nächster Ort ist mal weit weg, das Haku müsste da bleiben. Sonst würde das nichts werden. Na gut, wir könnten den hier rüben hinstellen. Würde aber trotzdem richtig eng werden. Oder du fährst hier nur ein bisschen rum. Okay, es ist leider einer drin. Fährst da noch ein bisschen rum und ja. Schaust dir mal die Grenze an. Er könnte dann per Bahn nach Minsk, um da zu unterstützen. Süden ja, geht noch nicht ganz. Gut, wenn der weg ist und die Flak hier einen Schritt raus macht und die da oben eingekesselt oder der eingekesselt wäre, das wäre auch nicht so das Wahre. Upgraden, die Upgrades haben wir inzwischen, das geht auch nicht. Und der hat noch eine Versorgung von 5. Nur eine Luftabwehr, aber die sind lästig. Sehr lästig gegen die Bomber, deswegen würde ich den gerne unterversorgt erwischen. Was wir alles im nächsten Zug tun können. Ich meine, okay, der käme ja nicht weit raus wegen der Kontrollzone. Hätten wir immer noch den Bogen darum. Bist du über diesen Bogen darum irgendwie versorgt? Hier. Ganz. Na gut, der Fadi muss eh hier rüber. Oder könnte auch dahin, wo der Panzer ist, wenn der Panzer weg ist. Dann kommst du mal hier zur Unterstützung. Dann hätten wir da drei Panzer, die machen da Stress. Der Zug kommt mit und schirmt das Akku nebenbei ab. Falls die da irgendwie vor wollen. Du, okay, wir könnten ihn auch natürlich auch da stehen lassen für den Moment. Ganz sicher zu gehen, dass nicht zu viel schief geht und das Akku stellt sich hier auch mal auf Schienen, aber etwas näher ran ans Geschehen. Und erreicht hier. Was da? Warte, ach, ich habe noch für hier unten Kaunas. Gehört uns doch. 9, 8, 7, 6, wir können uns. Kriegen von da eine 10. Das sollte ja wohl für alle ausreichen.
Genau, und du deckst noch den Ort, ehe der nach Süden läuft und Stress macht. Kannst du es dir da für einen Moment drin bequem machen? Dann haben wir noch diese Armee, die extra durchgetauscht wurde. Du kommst hier auch mal ran zur allgemeinen Unterstützung. Den Zug auch hinterfahren lassen und die Armee dahin bringen. Aber komm, du stellst dich dahin. Und die Luftwaffe kommt daran. Brauchen wir nächstes Mal vielleicht auch schon das andere HQ, um die alle irgendwie halbwegs kommandieren zu können. Ja, dann haben wir nächstes Mal auch ein bisschen Aufklärung mit dem einen Jäger. Dann hat sich der Reiter noch nicht endgültig bewegt. Kannst auch Spaß ja mal da eine Eisenbahn unterbrechen. Aber übertreib's jetzt mal noch nicht. So, das. Dann, du läufst aber auch wieder noch ein Feld an. Weil natürlich unklar ist, ob du den nicht doch noch da brauchen bei dem. Oh, na gut, da hättest du eine 6er Versorgung. Zweifel noch ein Aktionspunkt. Ihr macht das, ihr macht das. Jetzt haben wir hier Kram, den wir so eigentlich nicht brauchen hier drüben in solcher Stärke. Versorgung ist auch schwierig hier drüben. Er könnte da eben rein und das erledigen. Würde sich dann im nächsten Zug danach nach Schitomir hier wühlen. Und dann erst aber so langsam nur im Geschehen wieder teilnehmen. Ja, okay, der könnte eine Gewaltfahrt machen. Wäre für den Moment auch eine Option, solange die Bahn noch nicht funktioniert. Also, wir müssen ja nicht auf Lemberg warten. Wir können hier auch da und dann abbiegen. Aber wir müssen auf die warten, da das ja noch nicht erobert ist und das dauert. Weißt du, haben das Upgrade auf Panzer 3. Aber dann wärst du jetzt zumindest schon mal in der Nähe des Gebietes. Und könntest potenziell auch nächstes Mal gegen Tscherkassy mitkämpfen. Ja, der heizt einfach nach vorne Volldampf. Kannst ja auch nicht viel machen. Aber im Zweifel geh mal dahin, dass. Nee, obwohl das Korps kann im Zweifel auch die Armee ersetzen. Irgendwie auf eine Bahn. So, du kannst dann hier schon mal rein. Wo ist unser Aufstellungsgebiet? Die Italiener noch. Oder der Rumäne geht noch einen zur Seite. Wie ist da rein? Achtung, dass ich jetzt nicht das Doppel-Akku dadurch irgendwelche Sachen zerlegt habe. Er hat immer noch seine 8. Ja gut, er hat am Anfang des Zuges eine 10, aber jetzt nicht mehr nach seiner Bewegung. Gehe irgendwie davon aus, dass wir eben dann auf automatisch gehen können bei den deutschen Akkus, dass die das hinkriegen. Weil da jetzt mehr Zeug ist. Jo, ja. Ich meine, das Korps kann die Orte auch ablaufen. Kannst hier nochmal, dass die alle versorgt sind, hier da eine 10er Versorgung holen, wenn die auf die Schienen zurückbringen. Oh. Ja, bleibst auch mal irgendwo, wo Versorgung ist und bombst den im Zweifel nächstes Mal noch weg. Wenn der unbedingt noch weiter Stress machen will. Gut. Typ, ich glaube, hier unten waren wir eigentlich schon fertig dann. Ich da noch auf, in der Hoffnung, dass nicht zu viel schief geht. Ja, und die Panzer einfach nächstes Mal weiter Stress machen. Ich gebe zu, das mit dem Einkesseln klappt noch nicht so ganz. Aber auch, weil er sich hier viel zurückgezogen hat.
was uns schon mal eine Menge Land gibt. Und jetzt noch ein bisschen weiter pushen, dann läuft das sehr, sehr gut eigentlich bis hierhin. Man merkt, die Versorgung schwächelt ein bisschen, die Akkus schon nicht mehr so sehr hinterher. Aber erst recht, wenn die Bahn läuft, wird das hier. So, was haben wir dann noch hier drüben? Die Briten haben sich zurückgezogen und wir das mit den Italienern hier draußen noch langsam zu heikel. Ich sehe die alliierte Flotte, die hier irgendwo ankommt. Ein paar Schiffe haben ja auch was abbekommen. Jetzt, falls sich die Briten eh zurückgezogen haben. Und das ja auch erstmal alles ein bisschen entspannter sehen. Okay, sie haben zumindest einen Ort geräumt. Technisch gesehen wissen wir noch nicht, ob sie sich weit zurückgezogen haben. Jemand zu Hause? Nö. Okay, wir haben den Panzer 3 hier, würde ich den ja gerne ausgeben, aber unser... Weil um richtig weit zu gucken, muss der Aufklärer hier schon rein in den Schatten. Kann unser Chor ein bisschen... Vielleicht reicht es auch nur bis hier zu gucken. Ja, also sie haben nicht nur optisch ein paar Felder nach hinten bewegt, noch nichts Großartiges. So, aber dann kriegst du hier mal dein Upgrade auf Stufe 3. Damit kann man noch arbeiten. Ach, und der König nicht. Ach so. Stimmt, da war die Nachricht. Malta hat mal wieder die Orte zerlegt. Aber nächstes Mal soll es angeblich wieder passen. Ja, dann kannst du ja da rein und wieder nach hinten. Panzer 3 stehen wir erstmal ganz solide. Den könnte man rausbringen. Andererseits stünde da niemand mehr im Ort. Du fährst auch erstmal weg wieder in den Hafen. Ja, U-Boote gibt es gerade nicht, aber die holen wir wieder. Kann auch nicht so viel gegen machen. Jetzt schüttet erstmal ein bisschen. Okay, das war der allgemeine Überblick. So, was müssen wir forschen? Industrie läuft, Produktion müsste weitergehen. Weiterentwickelter Panzer, das ist eine natürlich absolut Kerntechnologie. Kann ich das U-Boot weiter forschen? U-Boot und Produktionstechnologie. Kann man sich natürlich nichts mehr kaufen. Ja, ja, wir haben natürlich gerade keine U-Boote, ich weiß. Aber... Wenn das hier also alles wieder ein bisschen besser läuft, die Forschung voller sind, man Einheiten gekauft hat und so, dann werden so viele U-Boote wie möglich gekauft. Und wenn er sich jetzt spart, die U-Boot-Jagd zu forschen, wo er in letzter Zeit nie irgendeine Stufe dran hatte, dann wird er sich freuen über das, was passiert. Für die Finnen schaffen das gut. Wir können denen jetzt nicht noch einen Waffen geben. Wie gesagt, vielleicht nächstes Mal draufhauen. Und dann hoffen, dass es reicht. Ich meine, du kannst hier noch einen Schaden nehmen. Oder halt minimal Erfahrung dazu gewinnen. Ist auch in Ordnung. Das ist. Italien hat noch Kohle. Forscht weiter am strategischen, an den Erdkampf, an Luftabwehr. Bricht noch Langstrecke, eigentlich auch Infanteriewaffen 2. Jetzt sparen die einfach auf irgendeine schöne Forschung. Ja, noch zwei Garnisonen neu, die man irgendwo reinschmeißen kann. Eine Position, die gedeckt werden müsste, noch dringend. Sind. Wird uns noch nicht. Minsk ist auch. Nehmen wir noch gerade ein. Das heißt, ihr räumt das leer und täuscht dann einen Angriff vor oder sowas. Da schaut man, wie viel Land ihr für frei bekommt. Ihr hier haut etwas ernsthafter drauf und guckt mal,
Bald ihr kommt, und das ist die wichtigste Front, würde ich eigentlich gerne mehr hinschicken. Aber das mit der Bahn, so ein kleines Versehen. Wie gesagt, ich habe nicht groß Lust, Jesse einzugreifen. Wir marschieren einfach so in die Tiefe. Und das wird schon werden. Genau, Italien spart seine Kohle. Natürlich bei den Deutschen noch. Ja, den auf 4 bringen. Können wir den auch fast noch irgendwo hinschmeißen, wenn man ihn braucht. Die Briten müssen wir uns irgendwann auch nochmal kümmern, aber ich glaube, die haben gerade auch andere Sorgen. Weiterentwickeltes U-Boot. Das ist, glaube ich, schon der dritte Durchbruch auf das U-Boot. Ich finde es lustig. Luftabwehr 1, das ist gut. Industrie, das ist auch. Muss, okay, er hatte die Waffen wieder rechtzeitig, aber wir hatten auch schon einige Durchbrüche bei der Industrie. Sich gelohnt, da einen zweiten reinzusetzen, dann haben wir erstmal gut Geld. Und damit dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und auch bei Dude Man mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.